Es ist schön, mit Österreich-Ungarn zu spielen. Irgendwann, wenn wir dann die Welt beherrschen. Kann durchaus passieren, ja. Kann durchaus passieren. Natürlich kannst du das, hallo? Ist nichts unmöglich. Warum sagst du das so komisch? Nichts ist unmöglich. Jo, da. Wisst ihr eigentlich, dass sie mir so dermaßen auf die Eier geht, Alter? Wer denn? Machen wir denn? Wir versuchen nur zu überleben, wenn dir das Leben aus uns herausquetscht. Ich hab die chinesische Urlaubsbrigade eingekesselt. Was? Lauf damit! Guck, die greifen nicht an, Frank. Die greifen nicht an. Die gehen jetzt nach Hause. Die sind nicht vernichtet, die gehen jetzt einfach weg. Ja, gut. Ihr macht das schon. Nichts ist unmöglich. Toyota. Ja, was ist das für ein Kuddelmuddel hier, ey? So ein Kuddelmuddel habe ich selten gesehen. So, Prime, was ist denn jetzt eigentlich die erste Priority? Weiß nicht, da hab nicht drauf geschaut. Hab gerade wichtige Dinge zu tun, anstelle da unten beim Sword ein bisschen rumzupümmeln. Ach, schade. Er wird nicht mal gekämpft, hallo? Wem interessiert da die erste Priority? Da. Da, zwei Leute. Ja. Sehr schön, jetzt habe ich alles nachgeforscht, was ich verpasst habe. Bin wieder auf der Höhe der Zeit. Vorrang. Weiß, dass euch das gefällt. Bist einfach, wer du bist. Du bist, wer du bist. Der austrische Kaiser. Bayern hat einen Kaiser. Was? Bayern hat einen Kaiser. Austrik. Wie heißt die überhaupt? Karl, der Zweite. Karl klingt irgendwie homosexuell. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Jeder das seine. Achso, du willst gegen Homosexuelle shooten, wie es aussieht. Fallen dir die nicht? Was würdest du denn mit denen machen, wenn du könntest? Gar nichts. Na, sag schon, komm schon. Überhaupt nichts. Du weißt doch, dass du da was im Schilde führst. Absolut rein gar nicht. Ach, glorreicher Marsch. Auf jetzt fällt Russland.
Ah, hast du das? Ich will kein Land aufgeben. Was hast du? Land aufzugeben, hast du. Manchmal ist es notwendig. Ja, sauerer. Das war jetzt nicht sauerer Robert, aber. 96% von einer Kapitulation und sie geben einfach nicht auf. Das heißt, sie wohl wirklich Italien mit reinholen? Ja. Wollte Italien mit reinholen. Nee, ich will nur, dass Italien uns nicht in den Rücken fällt. Würde Herr Planer nicht ich. Land aufgeben. Er gibt ja nur Land auf, wenn Italien mit rein. Ach so, nein, das kann er schon gar nicht mehr machen. Ah, sag ihm das doch nicht. Da hätte er sich am Anfang anders entscheiden müssen. Boah, das nervt mich jetzt aber total. Jetzt muss ich hier Sevastopol auch aufgeben, oder was? Einigen kannst du, musst du es aufgeben. Warum musst du es aufgeben? Ja, weil, schau mal. Was, schau mal? Ja, wenn du hinschaust, anstatt zu sprechen, dann erkennst du sofort, warum. Da ist eine Landverbindung. Ich habe von Anfang an gesagt, wir brauchen das nicht. Aber der deutsche Kaiser ist doch so gerne Sevastopol schnitten. Ja, aber ich kann die importieren, dafür muss ich diese Gebiete nicht erobert haben. Ja, aber glaubst du, die Amerikaner treten dir was ab oder die scheiß Franzosen, wenn sie da hingelatscht kommen? Werden die bestimmt. Ja, meine Hoffnung ist ja, dass die Chinesen es bekommen, aber das geht nicht, weil der österreichische, will es jetzt nicht aussprechen, den Weg dahin verbaut hat. Tja, wenn ich das chinesische Imperium angreifen könnte, würde die Sache auch ganz anders aussehen. Was natürlich niemals machen würde. Ja, nie was Böses getan. Ja, eben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nee, ich halte das. Kannst Frankreich verteidigen, wenn du Langeweile hast. Ja, Frankreich ist ein kleines Problemchen in Frankreich. Das Problem ist, die Franzosen sind auch behinderte Spastis. Warum? Hast du sehr schön gesagt. Hättest nicht besser formulieren können. Ja, oder? Weil sie einfach zu dumm zum Scheißen sind. Wenn du wüsstest, wie viele Truppen die in Russland stationiert haben. Nein, die sind einfach nur deswegen zum Scheißen, weil sie einfach die einzelnen Provinzen so überlasten mit ihren Truppen, dass du da einfach nicht kämpfen kannst. Was soll ich? Ich kann nicht Truppen reinschicken in eine Provinz, wo schon 100 Divisionen drinstehen. Aber Frank, das ist der Grund, warum ich durchgebrochen bin. Ja, glaube ich. Das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich angegriffen habe, dann im Endeffekt, weil ich gesehen habe, dass Frankreich massive Truppen in Russland hat. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wo waren die denn vorher? Ich mache jetzt mal Schadensbegrenzung, wenn dann verlieren, weil Frankreich ist auch egal. Keiner mag Franzosen. Ich will Frankreich verlieren. Hey, EBS, ein schöner Knecht. War auf der Krim-Halbinsel ganz rechts beim Übergang. Doch mal 30 Bunker. Ja, das ist dein Land. Weißt du, das hast du dir gemobst. Mach's doch selber. Ja. Mach doch selber. Sei ein schöner Knecht. Ja, ja, sei ein braver Knecht und mach das. Da fühlt man sich doch gleich wertgeschätzt als Verbündeter. Ja, deswegen sag ich ja, mach's doch selber. EBS hat, ist mit mir umgesprungen wie ein Wahnsinniger. Echt? Ja. Warum freundlich zu dir? Bremst. Das ist nicht schön. Nein, das ist ja nicht schön. Das ist nicht schön, EPS. Kapituliert er jetzt bitte endlich. Ja, kapituliert. Kapituliert. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Komm gleich wieder. Oh, ich habe 60 Gewehre bekommen. Sehr schön. Ja, gut. Ich habe auch nicht viel gemacht im Krieg, muss ich dazu gestehen. Aber das ist egal. Ich denke auch mich der China. Wenn du die alles snackst, dann. Erst was sind die Franzosen, dann die Engländer, dann die Japaner. Dann mag ich dich nicht. Ich glaube, mit 33 Punkten kommst du nicht weit, Chucky. Ja, ich kann ein bisschen passen.
Ja, weil wir passen, schnappen sich die anderen alle. Ich brauche nicht viel, ich brauche nicht viel. Wie gesagt, ich brauche nur noch ein bisschen was. Ich frage nur mal so aus Interesse, wie viel Mann hat die USA eigentlich im Feld? Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Bei China würde es mich auch mal interessieren. Aber da wirklich. Über 3 Millionen. Das ist aktuell. Aber bei mir ist es ähnlich. Wie viel hast du? 5? 4,5 oder so. Grob geschätzt, ja. Naja, ich sehe es jetzt nicht. Ich sehe es auch nicht. Und habt ihr euch die Welt schon aufgeteilt? War dabei. Warum macht das gerade? Dann dauert eine Weile, das aufzuteilen. Weltspannung steigt 128%, 129%. Voll crazy shit, dude. Jetzt auch so sehen auf Pappe drücken. Boah, jetzt bin ich gerade erschrocken. Ich dachte schon, die Ukraine ist wieder da. Naja, wer weiß. Nee, das geht nicht. Das ist ja zum Teil mein Gebiet. Rumänien ist auch wieder da. Ja, das schaut nur so aus. Ansonsten aber können... die französische Kommune ist auch wieder da, wenn ich das so sage. Stimmt. <Hey. lacht> So, ich glaube, ich habe alles Rohstoffmäßige. Er wollte sich nur die Rohstoffe snacken. Ja, freilich. Großbritannien dafür Aktion. Wie ist mit denen? Stimmt, ist ja, Großbritannien hat anfangs auf russischer Seite gekämpft. Problem ist, alle meine Truppen stehen im Feindgebiet momentan. Egal. Nennen das nicht Feindgebiet. Im Heimatland, im alten Heimatland. Nur die Truppen, also das Land, die Landzugewinne des Deutschen Reiches, die sind immer fix. Also, nee, ich will nicht sagen, aber Großbritannien hat sich komplett alles gesnickt. Was gesnackt? Ja, komm. Nee, das ist Russland. Das ist, das bin ich. Kriegen sie das, die? Bin ich gerade. Wie snackst du dieses alles? Ich kann dir, ich geb's dir nachher zurück. Kannst du nicht. Wenn das dann annektiertes Kernland ist, kannst du es nicht zurückgeben. Das Problem ist, wenn ich jetzt passe wie verrückt, dann schnappt sich die anderen das. Du kannst deine Runde beenden. Du musst nicht passen. Dann nimm dir ruhig alles, ist mir egal. Also was willst du haben? Das reicht mir schon, was unaufgedeckt ist. Das Problem ist, wenn du es beendest, weil du so viel nimmst, dann nehmen sich die anderen den Rest. Nehmen sich so oder so den Rest, das ist das Problem. Ja, die so viele Punkte haben die nicht. Egal, mach mal einfach, Bosch. Lass euch mal den Teil hier oben. Amerika ist beleidigt. Ja, so kommt das. Jetzt sind immer unzufrieden. Ja, guck mal, was ist das denn bitte schon für eine Aufteilung? Ja gut, was willst du denn haben? Ja, ist egal, mach mal ruhig. Jetzt ist sowieso alles futsch. Mach mal. Alles gut. Problem ist, Amerika hat nur 86 Punkte. Ja, Amerika hat ja auch nicht 3 Millionen Truppen da stehen gehabt. Okay, könnt ihr euch das aufteilen? Da willst du noch mehr haben. Und China hat nur so viele Effort-Punkte, weil die Verbündeten vom chinesischen Boden aus angegriffen haben und für China den Boden gut gemacht haben, quasi. Aber gut, das Thema. Okay, dann bin ich jetzt fertig. Siehst du, ich bin jetzt dran. Ja, ist okay. Stopp dir den Rest. Ist doch alles gut. Belgien hat 1400 Punkte. So kann ich nichts aussuchen. Bin ich mit, das haben die Alliierten gerade so einen Puppet gemacht, den Rest. Ich glaube, die Briten haben den Rest der Sowjetunion gerade zu einem Puppet gemacht. Ja. Yeah. Was? Kann so sein, ja, was sie gemacht haben.
Könnte mich nichts mehr auswählen. Gar nichts. Passend? Ja, steht auch drunter Sowjetunion, Puppet von Großbritannien. Ja, stimmt. Links in der Liste. Was so. Naja, ist nicht schlimm. Russian Federation. Yeah. Hey, die Ukraine ist wieder da. Ja, gut, als kleines. Und ja, Rumänien ja. Auch, André. Oh. Dafür habe ich schon meine Panzerkampfwagen. Rumänien, du Luder. Ah, Rumänien wurde besiegt. So ganz nebenbei, die Russen kämpfen gerade mit dir auf der Krim. Was? Ah, danke. Wie sind denn die da hingekommen, ganz im Ernst? Ich glaub, die waren schon dort. Ja, aber da, sie müssen sich zurückziehen, was soll denn die Scheiße? Die Wirren des Krieges. Was ich dazu nur? Sagt dazu nur unfaire Schiebung. Kommt da die Ukraine angeschissen, oder was? Könnte passieren. Hm? Hafen oder was? Ist doch im Hafen. Das ist gut. Wow, wir haben es verpasst, den einen Scheiß da einzunehmen, oder was? Was? Da wir jetzt drei Truppen drin stehen, oben am Ostwall. Lächerlich. Wir haben Krieg mit der Ukraine, ne? Ja und? Was soll ich sie erobern? Stell ich nur gerade fest. Mein schönes, hart erobertes Land wird von der scheiß Russischen Föderation eingenommen. Nee, gar nicht. Ich kann die Russische Föderation da hart zurückpumpen, wenn ich möchte. Aber möchte ich das? Machen schon die... Ja, sehr gut, das machen schon genau, die... Genau, ob du das möchtest. Das wird schon gemacht. Wem? Ja, die Türken, hallo? Ach, tatsächlich. Hätte ich den Türken jetzt irgendwie nicht zugetraut. Wo ist denn Krakau und Lemberg? Geht so weit hin. Oh ja, das wird ein langer Krieg. Ein bisschen, ihr könnt, ja. Ihr könnt ja aufgeben. Wir geben niemals auf. Niemals. Das war uns vorhin schon, haben wir früher, wo André uns vorhin runtergezogen hat, das erste, was wir zueinander gesagt haben, wir kapitulieren nicht. Niemals. Und wir spielen jede Woche, wir legen jetzt einen fixen Tag fest. Und wenn das 2 Wochen hintereinander nicht, einer von einem Team nicht kann, dann ist das aufgeben. Das ist blöd, die Idee. Ja, das ist Schwachsinn. Ansonsten fällt das wieder unter Kategorie. Ja, wir haben leider keine Zeit, das Match weiterzumachen. Wir sind nur zu viert, das werden wir hinkriegen. Weißt ja, das funktioniert dann irgendwie nicht. Voll traurig. Ja, aber sagen. Bei uns Vieren
klappst du eigentlich meistens. Ja, jetzt schon, aber dann haben die Leute ja keine Lust mehr und kommen nicht mehr, weißt du, was ich meine? Verstehe ich nicht. Und willst du es nicht verstehen? Auch. So, was hatten wir jetzt alles für Truppen? Ich hatte den Überblick verloren. Ja. Da hat sich der Early Light Tank aus, EPS. Hab ihn nie gebaut. Ah. Zeit endlich, dass es 1936 ist. Ich brauche synthetisches Öl. Bisschen abgeschnitten von dem Zeug. So, wieder ordentlich gemacht. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ganz ehrlich. Ich muss erstmal Russland wieder aufbauen. Frankreich ist nicht zu halten. Die Franzosen, was sind doof, sind ihr eigenes Land zu verteidigen. Gut, das ist gut, dass du das sagst, DPS. Ich habe ja 48 Divisionen rumstehen, die gar nichts machen. Ja, bin ich froh, dass ich das gesagt habe. Dann werde ich dich ein bisschen entlasten da. Oh. Ja. Da, wo du es brauchst, da, wo die Front immer größer wird. Kannst dich in den Süden stellen. Ja, Süd immer gerne. Schalke das nicht angemerkt hätte, dann hätte ich es echt nicht gecheckt. Dann gucke ich 2 Minuten später wieder hin, ist Südfrankreich komplett gefallen und die Truppen auf dem Rückzug und alles bricht zusammen. Weil ich da hingelaufen bin. In dem Moment, wo die Österreicher ankamen, ging es den Berg ab. So ein Blödsinn, hallo? Ich muss noch froh sein, dass ich da angekommen bin. Ich hab da komische Würfel stehen. Wenn ich näher ranzoome, anstatt Männchen wahrscheinlich. Sieht ja mal lustig aus. Stimmt. Eigentlich kann ich meine Division aus Frankreich abziehen. Hab mich gewundert, warum die noch nicht vernichtet worden sind, aber wir haben ja keinen Krieg. Das heißt, die wurden vernichtet und die sind weggegangen einfach. Weil wir keinen Krieg haben, verstehst du? Also sie können gegen mich kämpfen, aber wenn sie verlieren würden, dann... Nein, wenn du das Land angreifst, ziehen die sich einfach zurück. Ah, also es sind wirklich nur Urlaubskompanien. Ja. Richtig. Naja, wir halten die Franzosen noch so lange wir können. Naja, ein schneller Vorstoß hier bei uns sieht auch anders aus. Also, oh gut, das ist Erster Weltkrieg, ne? Hallo, ich bin gerade erst angekommen.
Hat nichts mit dir zu tun. Ich meine, der Vorstoß an sich ist sehr langsam. Ist jetzt kein Blitzkrieg wie im Zweiten Weltkrieg oder sowas. Ja, da kämpfen aber auch ein paar mehr Leute jetzt mittlerweile auf der gesamten Welt. Weil wir schon 20 Jahre vorher gekämpft haben. Aber Frankreich hat schon 3,7 Millionen Mann verloren. Tada. Ich will gar nicht wissen, was die als Zahlungen haben wollen, wenn der Krieg vorbei ist und wir sollten verlieren. Was heißt ja, wir sollten verlieren? Wir werden nicht verlieren. Wir dürfen nicht verlieren. Ich wäre übrigens dafür, das sollten wir wirklich verlieren eines Tages. Dass wir, wenn es der Mod hergibt, also ich hoffe, dann den Zweiten Weltkrieg weiterspielen. Wie meinst du das? Nicht. Problem ist halt, wenn solche Länder wie Frankreich, Italien, Großbritannien halt nicht von den Menschen gespielt werden. Das ist mal scheiße. Ja, das ist echt immer kacke. Na gut. Weil die KI ist einfach nur beschissen. Letzte Runde England hat das auch nicht so viel gebracht. Und hätte Frankreich jetzt euch den Krieg erklärt, Frankreich euch jetzt den Krieg erklärt, wäre natürlich einiges einfacher, aber gut. Er möchte nicht, ich möchte ihn auch nicht so drängen. Wenn er nicht möchte, soll er nicht. Ist mir egal. Warum nicht spannend? Warum sagt er euch? Um deine Verbündeten zu helfen, meine Fresse. Ja, tausende Truppen der Entente an unserer Ostgrenze stehen, aber nicht angreifen können. Ja, ja, soll ich angreifen? Nein, vielleicht. Nein, nein, das will ich aber jetzt nicht sagen. Also ich finde es lustig, dass Soldaten, die im Krieg miteinander liegen, an der Grenze stehen und sich gegenseitig angucken. Wir liegen ja gar nicht mit Frank im Krieg. Jetzt muss er. EPS, psch, was machst du denn? Was? Yes, komm schon. Das begreife ich jetzt schon mal nicht. Ah, okay. Stachel den Frank doch da nicht so auf. Ich stachel den Frank auf? Er meinte vorhin, wenn ich gegen Frank in den Krieg ziehen könnte, dann würde ich es tun. Wer hat das denn gesagt? Ist denn niemand hat das gesagt. Niemand. Ja, alles gut. Ich habe so schon damit gerechnet, dass wir Frankreich irgendwann verlieren werden. Das ist ja nicht das Problem, versuchen immer noch zu landen. Das ist ja nicht das Problem, quasi das Land dann alleine zu halten mit seinen Divisionen. Das Problem sind halt die vielen Divisionen von Japan, Frankreich, Großbritannien, Rai, Kanada. Wer zum Teufel soll die alle ernähren? Heißt das Ratsch? Wer soll die alle ernähren? Aber ich wundere mich, wie viele japanische Divisionen es gibt. Der Hammer. Haben die überhaupt so viele Menschen? Ja, ich glaube schon. So, wir Freunde werden jetzt aber eine andere Taktik fahren. Das wisst. Was für eine Scheiße. Das wird nicht. Warum passiert das nicht? Kannst du für Luftüberlegenheit sorgen, EPS, oder? Was ist denn das für eine Frage, Frank? Naja, dann kann man doch mal fragen, oder? Nein, kann ich nicht, André. Okay, ich schreib's dir. Ich habe keinen Flughafen da. Kannst du meinen benutzen? Okay. Oder die französischen dahinter. Nee, vergiss, ich habe nur Bomber. Er fehlt für das andere die Kapazität momentan. Wegen dem Ostwall.
Darf ich wissen, was Frank gefragt hat? Wird nichts Intelligentes sein, würde ich sagen. War semi-intelligent. Das war jetzt nicht böse gemeint, Frank. Ich wollte nicht shooten. Nur so wie Schalke gelacht hat. Nein, weil die Frage war komisch. Die Fragestellung war komisch, einfach. Na, witzig. Warum werden die chinesischen Divisionen bei mir teilweise als Blöcke angezeigt? Ja, bei mir auch. Aber meine werden das mittlerweile jetzt auch. In Frankreich, wenn du ranzoomst, da sind die ganzen Chinesen, wenn die kämpfen, Blöcke. Okay. Was sind Chinesen? Also bei mir sind es keine Blöcke. Bei mir auch, also keine Ahnung. Minimal verstörend, aber es geht. Muss so sein. Aber auch wenn ich rein und raus zoome, wenn ich im Geschehen dran bin, immer mal einen kleinen Grafikbug, dass alles blau wird. Ja, genau das habe ich auch. Komisch, ja. Schiebung, sage ich da. Schiebung. Komische Spiele habt ihr. So. Plan machen. Okay, was planen, das ist eigentlich nie gut. Ich weiß wohl, aber da wird nichts helfen. Geh mal ein paar Amerikaner abschlachten da in Frankreich. André, ich stelle meine Eingreiftruppe nach Wien. Da ist sie ein bisschen zentraler. Ja, neben Wien stehen 37 Divisionen. Nee, es geht nur, dass die zentral steht, dass die. Ah, okay, na, ist gut. Die Feuerwehr spielen kann, wenn es nötig ist. Sollte eigentlich alles laufen. Bin jetzt ziemlich gut gerüstet. Das Einzige, was ich dann irgendwann machen werden müssen, ist nicht mehr auf 2,5% spielen und ein paar mehr Männer reinziehen dann. Nicht, weil ich so viele verloren habe, aber hallo, die ganzen... Ich habe erst 221.000 Mann verloren, aber ich habe mittlerweile ziemlich viele Divisionen. Der westliche Teil Paris ist gefallen. Sehr gut. Bring Sprengladungen unter den Brücken an und vor den Franzosen, du sprengst die ganze verdammte Stadt in die Luft, wenn sie sich nicht auch sofort ergeben. Der Westteil, nicht was? Der Ostteil. Der Ostteil ist mal leider der Entscheidende. Ein Gerücht. Geile Paris ist. Ist niemals gefallen. 5 Jahre zuvor schreibt DPS, ich bin durchgebrochen. Fahr ich rüber. Schaut unverändert aus. 2 Monate drauf, schon PPS. Ich bin durchgebrochen. Nichts passiert. Gar nichts. Naja, weil ich dann weiter durchgebrochen bin. Oh, Wahnsinn. Wow, ganz im Ernst, hier über die Flüsse ist scheiße. Wieso habe ich Truppen in Portugal stehen? Ich habe keine Ahnung, was du mit deinen Truppen machst. Ach, das ist eine Division. Ah, okay.
Ich habe meine Truppen voll lustig geteilt. Ich habe ganz viele. Warum steht da ein Zerstörer? Selber habe ich mich vorhin mit einem leichten Kreuzer gefragt. Auto. Ja. Das. Ich habe ziemlich viele Truppen zur Landesverteidigung abgestellt. Dann habe ich jetzt noch 3 24er Bataillone und jetzt baue ich eine Riesenarmee Stück für Stück daneben auf. Die einfach nur um Wien steht. Bau deine Riesenarmee. Bau sie. Werde ich auch, hallo? Sag dich doch gerade. Listen. A huge army, sag ich da nur. Paris ist eingekesselt. Was wollt ihr denn von Paris, ey? Paris ist so eine schöne Stadt. Naja, wir wollen sie nicht zerstören, wir wollen sie ja in unser schönes Reich aufnehmen. Ja, Mann. Ich meine, wir haben ja keine industrielle Tötung von Menschen betrieben in diesem Jahr. Schön, dass das eingrenzt, so. In diesem Jahr. Ja, haben wir nichts gemacht. Österreich, Ungarn und das Deutsche Kaiserreich haben keinen Genozid an irgendeinem Volk betrieben. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der Entente. Auch nicht. Die deine Ottomanen haben Genozid betrieben. Oh mein Gott, mein Spiel hat sich geschlossen. Die haben die Briten das nicht auch gemacht? Ja, mein Spiel hat sich geschlossen. Und die Amerikaner, hallo? Mein Spiel hat sich geschlossen. Ja, ist ja gut. Ja, dann mach's halt wieder auf. Ich hab mal zur Sicherheit gespeichert. Ja. War Sharky nicht der Host? Ja. Ja, natürlich war ich der Host. Das ist aber ein guter Moment, um für heute gut sein zu lassen. Ja, das können wir machen. Das stimmt. Ausgezeichnet. Dann danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ha!